Also ich müsste jetzt unter den Sachen hier die Schild und die Coin einsammeln, weil ich bin jetzt auf stumpfe Waffen spezialisiert. Okay, dann nimm das. Ein Bogen. So. Ah, kannst trotzdem nicht tragen. Mir fehlt ein Level. Gucken, ob da noch ein Monster ist. Ja, hier. Die gibt auch drei unterschiedliche, sagen wir mal, Materialien für Gegenstände. Also zum Beispiel jetzt bei Holz, ach, ich weiß jetzt nicht, was besser ist, da Kiefer, Esche oder so, weiß ich nicht. Aber bei Rüstung jetzt zum Beispiel Kupfer, Bronze oder so, da kann man sich schon denken. Ja. So, du kannst jetzt die Quest abgeben, einfach anklicken und ich kann das schon mal Du direkt hast den anfangen. mächtigen Schamanen besiegt? Erstaunlich! Dein heutiger Sieg ist großartig. Aber ich fürchte, morgen wird es noch mehr Monster geben. Zumindest ist von der Ernte noch genug übrig, um uns alle zu ernähren. Nimm dieses Gold. Ich weiß, es ist nicht viel. Bitte such den spartanischen General Leonidas auf. Richte ihm mein Anliegen aus. Er soll uns ein paar seiner Krieger schicken, um uns zu beschützen. Und zwar schnell, bevor wir wieder überwältigt werden. Okay. So, jetzt gehe ich erstmal zu dem Händler und verkaufe erstmal schon mal ein paar Klamotten. Also die Sachen würde ich behalten, die Vergiss nicht die Magiersachen, wenn Rüstungen du für sie deine schwer tragen Arme und kannst. Beine. Die sind auch sehr wichtig. Ja. Und für Magier meist nur Intelligenz und Geschicklichkeit hochskillen, also so ein Punkt Beil. Rostiges Beil, das ist schon mal besser, das tue ich schon mal. Paar Rüstungsklamotten haben wir auch schon. Die Fackeln habe ich auch doppelt und dreifach, kann ich auch verscherbeln. So, jetzt habe ich ein paar Ringe und so, so einen ganzen Kram, den werde ich erstmal noch behalten. Gut, das war's eigentlich. Darf ich dich bald wieder begrüßen? Wo müssen wir jetzt hin? Hat er getrunken. Einfach jetzt runterlaufen. Jetzt kommt gleich so ein Benny an die Wand. Und der gibt ihn in den Quest. Hier, der gibt jetzt in den Quest. Ah ja, okay. Wir führten Ich unsere bin Herden das nach wirklich Hause, da. als uns ein Ruf. Die EP teilen sich ja eh zusammen. So, und jetzt entweder könnte man hier im Prinzip durchwaschen oder einfach mal überall rumrennen als töten. Also das zweite wäre besser. Ja. Da kann man schon locker mal hier so drei oder vier Level steigen. Die man auch wirklich später braucht. Ja. Und hier sind auch überall ein paar Truhen verteilt. Also hier gerade nicht so ein. Da sind immer so eine kleine Lager mit Zelten, da sind immer so ein paar kleine Truhen bei. Okay. Jetzt hier ist ein Kampfmarkierung, also jetzt in so einem kleinen Aura-Stellen können wir jetzt teilen. Hier tut man schneller angreifen, besser und mehr Schaden. Okay. Aber nee, ich habe jetzt nur Ecke, glaube ich. Guck mal, da ist schon so ein kleines Lager. Kommt her, ihr Schweine! Ein Jagdspeer. Nehmen wir einfach mal mit. Und da ist schon die erste, ja, die ersten zwei Truhen, die man nicht nach dem Boss findet. Ja. Und wie man sieht, ist die Kampfmarkierung echt was für Nahkämpfer. Oh ja. Die Gold können wir auch aufteilen.
Ja, ich habe nur einmal genommen jetzt. Der Heiltrank, da ist für dich. Also so wie ein Stirnkranz hat, es liegt, ist auch für Magier. Keule, Messer, Barbarenschild. Okay. Lass ich einfach mal alles hier liegen. Unser Taschenplatz ist ja ziemlich begrenzt. Ja, am Anfang noch zumindest, aber später hat man halt mehr Platz. Ah, cool. Also ab die dritte Stadt in Griechenland kriegst du schon so ein kleines Beutel. Ah, cool. Okay. So, hier irgendwie ist noch mehr Monster, vor allem Wildschweine. Also zum Anfang geht alles ziemlich ruhig ab, aber später kommen die ganzen Horden. Ja. Hier ist zum Beispiel die erste Horde. Oh, ich vermute. Naja, Horde nicht so wirklich. Und Levelaufstieg. Imba. Seht, das ist ein Frostschrei. Mit jedem Angriff macht man zusätzlichen Schaden. Und Gegner werden langsamer, generell in allen. Ich hab so einen Luxus nicht. Muss ich mal schnell noch meinen Skilltree nutzen. Ach, da. Noch mehr Gegner. Auch Level Up haben. Hä? Warum laufen die jetzt in den Tunnel rein? In den. Ja, das ist die Quest. Aber wir machen noch schnell die Monster hier oben. Okay. Und noch zwei weitere Truhen. Warum ich mich für Krieg entscheide, als zweiten Skilltree ist wegen der langsamen Angriffsgeschwindigkeit für Keulen und wegen Party-Buffs, also Kampfstandards und so. Ja, okay. Wenn du Heiltrank haben willst. Gut, ich kann jetzt auch wieder hier verteilen. Dann machen wir doch direkt mal hier Begleiter. Aktiviere beschwört einen wolfischen Begleiter, der dem Charakter im Kampf hilft. In höheren Stufen könnt ihr auch mehrere Würfe zugleich kontrolliert werden. Gefällt mir, sowas mag ich. Was Ab haben der wir hier? zweiten Leiste könnte ich einen so eine Art Party-Buff machen. So eine Art Kampfschrei, der heilt dich und gibt mir Rüstung. Okay. Alles super, was der Verteidiger kann. Also mit denen habe ich mich auch noch nie so beschäftigt. Meist mit Krieg und irgendwas anderes. Okay. Ja, du hast ja hier unheimlich viele Möglichkeiten im Spiel, was mir sehr gefällt. Und da müsste eigentlich noch nicht so ein Lager sein. Zumindest glaube ich. Ah, hier ist ein Schwein. Und bei den ersten Dreh, also ersten drei Kapiteln, ist der Endboss eine Art Tekkene. Wird man noch im Intro sehen. Okay. Also was du da zumindest am Ende gesehen hast, das Viech da, ne? Also, jetzt muss ich mal gucken. Begleiter machen sich ihre eigenen Gedanken und kämpfen und reisen automatisch. Wenn sie ihren Begleiter jedoch direkt steuern möchten, dann können sie mit STRG-Taste gedrückt halten, den Begleiter und dann das Ziel auswählen. Begleiter können entlassen werden, indem man mit der rechten Maustaste auf ihr. Oh. STRG, kann ich den dann irgendwo hin schicken? Nö. Ja, wahrscheinlich nur beim Gegner. Okay. Ja, machen wir weiter. Sehr nice, sehr nice. Na, los, greif an.
Am Ende von den, an der Höhle hier, ist eine königliche Truhe zweiten Grades, also die kleineren, die mit weniger besserem Zeug. Königliche Truhen sind die besten Truhen. Okay. Also, die ersten Grad ist halt ein bisschen beschmückt und viel größer. Ja. Die findet man eigentlich sozusagen oft, finde ich jetzt jedenfalls. Nee, das war doch eine verzierte Truhe. Da kommt irgendwann anders eine königliche. Die Quest halt höchstens nur ein paar Mal gemacht und nicht so oft. Mal gucken. Esche. Hab ich schon, okay. Ja, hier, die Quest genau. Erstmal annehmen hier. Ein menschliches Gesicht. Das Glück ist mir sogar an den dunkelsten Orten Griechenlands hold. Ich glaubte schon, dass ich meine letzten Stunden zählen könne. Okay. Was müssen wir denn jetzt machen, Monster? Den Weg weiterlaufen. Einfach weiterlaufen, okay. Laufen wir einfach weiter. Nebenbei jedes Monster töten für Loot und Erfahrung. Und das Schwert ein Tag- und Nachtwechsel. Ach, nice. Vampiren, also Vampiren sag ich schon, Harpien, können Gefieder fallen lassen. Also jetzt zum Beispiel mit den Waffen oder so verstärken. Okay. Kann ich dich auch hier irgendwie heilen, Leute? Aha, okay. Ja, es lohnt sich wirklich alles zu töten und alles abzusuchen. Es lohnt sich. Später findet man so eine alte Gräbe, also ein altes Grab, überall verteilt halt. Da kann man einfach alles öffnen. Ja. Also so eine Begräbnis, also ein Schrein aufmachen, aber da ist nicht in jedem was drin. Ja. Da sind auch einige als Falle. Hab ich mir schon gedacht. So eine Fallen halt entweder kommt ein Feuerball raus, die explodiert, kommt eine Giftaura, also eine kleine Giftwolke, ist eingefroren oder so, also alles mögliche. Okay. Und das war jetzt auch eine Nebenquest, die man so erst kriegt, wenn man die Vielen Dank. Hat, ich saß hier ein wenig in der Klemme, das muss ich zugeben. Ich danke dem Gott Hermes, dass er dich geschickt hat. Gott Hermes. Hermes versandt. Nebenaufgabe aktualisiert. Okay. Ja. So, dann ist der Weg weiter. Dann müsste man gleich auch so einen Händler oder so, keine Ahnung. Jedenfalls transportiert er Sachen treffen. Wenn man. Der gibt doch eine Nebenquest. Wie immer.
Wenn man die schon macht, kriegt man Heiltränke und man wieder heilt komplett. Okay. Da ist ein reines Gefieder. Boah, Party, Party. Ich wollte dich mal heilen, wollen? Das reine Gefieder kann ganz alleine, also kann man zusammenbasteln, 4% Gefiederstand. Wenn man den komplett macht, gibt es einen kleinen Bonus. Ach, cool. Der Mann hat privat für dich. Einfach Schneeberzange Großhelm. Apropos, ich hab doch jetzt hier ein paar Sachen, die ich anlegen kann. Exakt. Hm, 8 Feuerwiderstand brauchen wir noch nicht. Feuerliche Intelligenz. Okay, das sieht doch schon mal episch aus hier. Gut, gut. Und ich bin kurz vor Level 4. Aber mir dauert's auch ein Momentchen noch. Also nach 1 oder 2 hier bin ich gleich ab. Ah, der noch. Prima. Unfair. So, jetzt habe ich meinen neuen Mut erforscht, sag ich mal. Mit den Heilungen der Rüstung. Okay. Also jetzt könnte ich zum Beispiel einsetzen. Also Magier speziell ist auch Magierstäbe. Ist ja natürlich klar. Die machen ja halt Elementarschaden. Da gibt es Gifts, also über Time jetzt Schaden, also über die ganze Zeit Schaden verteilen. Die gibt Feuer, die gibt Eis, Blitz, alles mögliche. Aber halt kennt uns vorhin spielen. Und hier ist schon die Nebenquest. Wenn jetzt der links hier weiterläuft, kommen Skelette. Da sind auch ein paar Truhen. Bitte, Reisender, du musst mir helfen. Okay. Eine seltsame Krankheit hat viele in der Stadt getötet. Weil die fliegen halt schon rum. Und so eine Seuchenkühe. Untote sind immun gegen Gift- und Blutungsschaden. Okay. Das macht mir natürlich Probleme mit meinem Attentäter, wenn ich alleine spiele. Also ich glaube, gegen stumpfe Waffen sind sie halt nicht so böse, glaube ich nicht. Episch, episch, episch. Apropos episch. Grau ist Schrott, weiß normal, gelb ist ungewöhnlich, grün. Grün ist, weiß ich jetzt nicht, wie man sagen soll. Blau ist seltener, dann gibt's legendäre und epische Sachen. Ja, grün ist halt normal, normal, wa? Ja, ich glaube, das ist seltener, blau ist episch, ich weiß nicht so genau. Ich habe mein Handbuch verloren, wo drin steht. Und letzte ist lila, das ist legendär. Hm, ja, es ist so ungefähr wie in World of Warcraft. Guck mal, das ist Level 7, der Magier. Oh. Falls du bei dir die Levelanzeige eingestellt hast bei Monstern. Nee, hab ich nicht. Ach, kann man ganz schön Option machen. Optionsmenü. So Option, denn allgemeines. Okay. Alles angemacht. Ja, hab ich jetzt auch.
und drücken auf Y, da ist sein erster Magierstab bloß kaputt, sozusagen. Also als Schrottgegenstand. Ja, gut. Lohnt sich ja nicht, ne? Naja, dann macht 9 bis 16 Basiskette Schaden und erhöht deine Mana-Regeneration.